zu einem neuen Angelvideo. Heute möchte ich ein bisschen den Raubfisch nachstellen. Mein Ziel ist es heute, ein bisschen mit Köderfisch auf Hecht zu angeln. Wir nehmen einerseits eine große Montage, eine 25 Gramm Pose mit einem mittleren Drilling dran. Und auf der anderen Seite lege ich auf Grund mit einem Tiroler Hölzer, wie man sehen kann, und auch einen mittleren Drilling dran, den ich wahrscheinlich gleich noch gegen einen kleineren austauschen werde. Als Köder nehme ich tiefgefrorene kleine Fische, einmal in klein, einmal in groß. Ich bereite sie im Prinzip so vor, ich friere sie ein ganz normal, wickle sie in Alupapier, damit sie nicht aneinander kleben, und tue sie in den Gefrierbeutel rein. Jetzt werde ich sie gleich mit der Ködernadel aufziehen und dann gehen sie raus. So, den Köderfisch werde ich jetzt gleich aufziehen mit der Nadel, ganz normal. Jetzt federe ich das einmal hier durch. Und dann ziehe ich im Prinzip oben durch seine Stirn einmal durch. Auf den Drilling werde ich den Hain auch behalten. Ja, hier nochmal die beiden Montagen. Die Leinführung ist durch den Köderfisch durch. Einmal der etwas größere, um mit Pose auf Hecht zu gehen. Und der andere etwas kleinere, um auf Grund zu legen. Der Bestand in diesem Gewässer soll aus Hecht, Zander und Barsch bestehen. Ich selber habe hier im Sommer schon mal geangelt. Das Video dazu verlinke ich euch in der Beschreibung. Wo und wie ich jetzt hier ablege, weiß ich noch nicht, aber ich werde wahrscheinlich die Grundangel in die Richtung platzieren und die Pose einfach im Prinzip geradeaus und mit dem Wind treiben lassen. Und ich habe mir überlegt, dass ich eine noch auf Karpfen rauslegen werde und die verschwindet hinten in der Ecke. Mit der dritten Angel möchte ich auf Karpfen angeln. Mal schauen, ob da was geht. Die Wetterbedingungen, naja, was soll ich sagen? Wassertemperatur ist bei 3 Grad. Lufttemperatur bei 7. Es ist ziemlich windig mit Böen. So, soweit vorbereitet, zeige ich es ein und dann geht's raus. Das Wetter ist doch ein bisschen unangenehmer, als der Wetterbericht es vorhergesagt hat. Wind haben wir, es variiert zwischen 3, 4 und 5 mit einzelnen Böen dazwischen. Das ist eigentlich ganz okay und wie vorhergesagt. Auf der anderen Seite haben wir Sprühregen, der so nicht angezeigt wurde, zumindest gestern nicht. Das macht das ein bisschen unangenehm.
Aber im Großen und Ganzen ist es immer noch besser, als in der Bude zu hocken. Ich hatte gerade auf meinen Bissanzeigern einen Piepser gehabt. Hier kann ich leider nicht sagen, welche von beiden gepiepst hat, also der Boilie oder der Köderfisch, weil ich nicht darauf geachtet habe. Es war auch nur einmal, also gehe ich davon aus, dass irgendetwas in die Schnur geschwommen ist. Ich werde jetzt ein bisschen die Schilfkanten hier abangeln, der Wind wird mir dabei helfen. Ich habe mich heute für eine Segelpose entschieden, da durch den Wind ich dann mehrere Bereiche abangeln kann. Der Wind drückt sie mir einfach schön von links nach rechts. Bin ich alleine am Angeln, sind noch insgesamt zwei Boote draußen, aber bisher lief bei denen auch nicht so viel. Oh, er ist gut 67. So sieht der Köderfisch jetzt aus, nachdem der Hecht ihn genommen hat. Als Vorfach nehme ich Wolframfächer. Für mich persönlich, ich finde die sehr angenehm zu behandeln, weil sie sehr weich sind. Natürlich halten die, was das Verdrehen und so weiter betrifft, nicht so viel Stand wie Stahlvorfächer. Nichtsdestotrotz mag ich sie aufgrund ihrer Weichheit und ihrer dünnen Stärke. Jetzt werde ich den nächsten Köderfisch wieder aufziehen und dann hoffen, dass noch was geht. Das war der erste Hecht des Tages. Ich bin sehr, sehr froh darüber. Ich hatte schon befürchtet, dass ich beim Abangeln des Jahres schneidern werde. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Ich hoffe mal, dass noch einer einsteigt, dass vielleicht aufgrund sich ein kleiner Zander heute noch mal erbarmt.
mal sehen. Vielen Dank an alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Darüber hinaus wünsche ich allen Anglern ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein erfolgreiches 2024 beim Angeln. Also,